Congratulations, great job. Mit seinem betonfesten Händedruck will sich Emmanuel Macron bei Donald Trump Respekt verschaffen, verrät Frankreichs Präsident in einem Interview mit einem französischen Magazin. Mein Händedruck mit ihm war nicht ohne Hintergedanken, so Macron. Ein solcher Händedruck sei ein Moment der Wahrheit. Man müsse zeigen, dass man keine kleinen Zugeständnisse mache, nicht einmal symbolische. Donald Trump agiere laut Macron genauso wie der türkische Präsident Erdogan oder Russlands Wladimir Putin mit einer Logik der Stärke. Dem stellt Frankreichs neuer Präsident seinen kräftigen Händedruck entgegen. Für Trump findet Macron übrigens lobende Worte. Der US-Präsident möge den direkten Umgang mit Menschen und sei in der Lage, seine Position zu verändern. Der Händedruck unter Spitzenpolitikern erhält seit dem Amtsantritt von Donald Trump eine große mediale Aufmerksamkeit. So hält Trump die Hand des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe besonders lange, was dem Asiaten sichtlich unangenehm ist und sogar amerikanische Komiker inspiriert. Eine umfangreiche Berichterstattung gibt es zudem über den ausgebliebenen Händedruck zwischen Trump und der deutschen Kanzlerin Angela Merkel im Oval Office des Weißen Hauses.